So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Taker. Ja, und heute geht es natürlich wieder in Rush Royale rein. Die Season ist vorbei und Aufnahmezeitpunkt ist gerade 13.26 Uhr. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Wir schauen jetzt zusammen das erste Mal rein, was wir für eine Season bekommen und holen natürlich auch die Season-Belohnung ab zusammen. Wir haben wieder runtergesetzt auf 4.818 Trophäen. Bekommen hier eine Belohnung. Wir schauen mal rein, was es gibt. Vielleicht ein Inquisitor. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wir gucken. Bogenschütze. Eismagier. Alles uninteressant. Haben wir alles schon auf maximalen Level. Aha, aha. Ja, nehmen wir mit. Auch okay. Und jetzt, was gibt's? Was gibt's hier Schönes? Den Harlekin. Okay. Wieder einmal nicht. Schade. Aber wir nehmen natürlich mit. 1100 Münzen. Gibt's auch. Neue Season, neue Emotes, Belohnung und Gegner warten auf dich, werde stärker und erlange den Titel Champion der Insel Random. Wirf einen Blick auf die neuen Season-Angebote. Das machen wir gleich. Wir holen hier erstmal das ab, was jetzt hier schon frei ist. Kerne, Tech-Kerne, ja, ist okay. Neue Kristalle, die wir uns erschaffen können natürlich. Noch so ein paar andere Kisten. Gold. Gold ist immer gut. Vielleicht noch ein bisschen Staub. Nee, gibt's da nicht. Und das war's hier schon. So, gucken wir mal rein. Hat sich irgendwas geändert? Ich denke mal nicht groß. Chest bei 6,2. 6,9. Und dann geht's hier wieder los. Ja, ja, mal gucken. So, dann schauen wir mal rein. In den Battle Pass. Wie heißt der Pass? Vulkanische Wut. Da sehen wir schon den Meteor. Da wird es wohl um den Meteor gehen. Oh ja, hier, das ist schon mal sehr nice. Ja, den braucht man ab und zu mal. Durchatmen. Ja, ansonsten den Stuff, den es hier immer gibt. Interessant sind ja eigentlich nur die zwei Emotes für mich meistens. Da gibt es hier auf 57, den Portal-Magier müsste das sein, ne? Ja. Okay. Why not? Der hat bisher noch nicht so viel. Das müsste der doch sein, ne? Ja, würde ich schon sagen. Let's go. Ja. Ansonsten, ja. Season in Rush Royale ist meiner Meinung nach immer nicht ganz so besonders. Da freut man sich in anderen Spielen mehr drauf, denn am Ende des Tages kriegen wir hier nur einen neuen Battle Pass, zwei neue Emotes, die da drin sind. Und das war es ja am Ende des Tages schon, ne? Ein neues Update würde vielleicht auch mal ganz gut tun. Wir bekommen noch eine Dryade, okay. Also davon haben wir echt viele bekommen in letzter Zeit. 14.000 Gold. Noch ein paar Clan-Münzen. Nehmen wir mit soweit. Kann man alles ganz gut gebrauchen. Sehr gut. Ja. Ansonsten, was gibt's hier noch? Kristallpack, ja, alles, was man wo man so sein Geld schön ausgeben kann, aber nicht muss. Einer fehlt uns noch hier von den Kälte-Elementaristen. Das ist gut. Und ansonsten werden wir heute nicht wieder mit dem Monk spielen. Der hat zwar richtig Bock gemacht die letzten Tage, aber wir müssen natürlich jetzt auch hier erstmal in die Season rein. Das Gute ist, sobald wir die durchgespielt haben, den Battle Pass, könnten wir uns den Inquisitor auf maximales Level machen. Hier bekommen wir eine Buchseite, aber ich glaube, eine reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen alle drei tatsächlich. Das heißt, wir müssen erstmal bis 78 spielen. Dann könnten wir den Inquisitor auf maximales Level machen. Naja, mal schauen, wie schnell das klappt. So, wir gehen rein. PvP-Match. Erstmal vorweg auch Dank an die Leute, die bei Rise of Kingdoms mit rein supportet haben. Die Kampagne endet heute Abend. Vielen lieben Dank für die Leute, die da bis Level 5 mindestens gespielt haben. Kuss geht raus an der Stelle. Oh, okay. Nicht allzu optimaler Start. Ihr Inquisitor natürlich gleich. Keiner davon im Bonusfeld. Schade. Aber jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Nein, was ist da gerade passiert? Nee, der Fail des Jahres. Direkt rauscutten aus dem Video, Kappa.
Oh, ja. Und das auch noch on stream. Gutes Spiel. Ja. Sehr gutes Spiel sogar. Kapi. Lucky Punch? Nee. Oh Gott. Ja, gut. Ohne Worte gehen wir direkt einfach ins nächste Game rein. Und das vergessen wir mal hier ganz schnell. Eieiei, das war aber auch wirklich Heimpech des Todes, ne? Dass er genau in dem Moment, wo ich rüberziehe, alle wegsnackt. Komm, komm, komm. Erweiterte Suche. Er denkt sich, oh, 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 der Typ, so wie der spielt, da müssen wir erstmal gucken, ob wir hier überhaupt so einen schlechten Gegner kriegen, Kapi. Na? Noch niemand am Spielen hier heute? So, wieder zurück. Kleine technische Probleme hier. Lag tatsächlich an meiner LAN-Verbindung. 10 Mbits waren dann doch ein bisschen wenig. Jetzt sollte es wieder ein bisschen besser laufen. Wir schauen mal. Bekommen gleich wieder 2 Inquisitoren. 3. Wieder kein ins Bonusfeld, leider. Schade. So ein Lucky Punch wäre gut gewesen wieder. Die nimmt er sich natürlich weg. Soll er auch und kann er auch. Boah, der steht natürlich gut da, die Ritterstatue. Wenn wir hier oder hier den Inquisitor reinbekommen würden. Na, es passt doch. Man muss auch einfach mal Glück haben. So, nicht wundern, ich nehme den einfach weg, damit wir den einen Inquisitor erstmal möglichst hoch pushen können. Weil sich schon welche von euch gefragt haben, warum ich immer die zweite Ritterstatue wegnehme. Die brauchen wir im Moment noch nicht, theoretisch. Oh, hier, wir schwimmen hier lang, der Teufel. Deswegen erstmal hochpushen, den Kollegen. Sonst kriegen wir hier nämlich später wieder Probleme. Okay, lassen wir mal kurz stehen. Vielleicht bekommen wir noch einen. Namir. Den nehmen wir natürlich trotzdem weg erstmal. Wir wollen wie gesagt erstmal ihn hier hoch pushen. Danach kann er sich die Stacks holen. Sehr gut. Haben wir ihn schon mal auf T4. Ja, Mia, schnau mal schön. Zack. Wenn wir Glück haben, trifft es ihm jetzt gleich nochmal. Die Ritterstatue lasse ich stehen, weil das manchmal ein bisschen schwierig werden kann, da später noch die Ritterstatue ranzubekommen. Ansonsten wäre es natürlich am besten, wenn wir jetzt nur den Inquisitor hätten stehen, dann würde sich der auf jeden Fall hochleveln. Ja, bisschen Pech, aber man kann natürlich auch Glück haben, dass zum Beispiel 2 Upgrades fliegen. Dann lohnt sich das auf jeden Fall. So, was gibt's hier? Schade. Vorher die Dread verschwendet in dem Fall. Hören wir jetzt auf mir. Ich sag mal, gegen den Gegner sollten wir eigentlich relativ entspannt gewinnen. Mit dem Deck, was er spielt und was wir spielen. Ja, perfekt. Happy. Nochmal auf die Ritterstatue. Okay. Überlegt fast zusammenzuziehen, was soll schon rauskommen, was uns stört. Ich wollte gerade sagen, gibt eigentlich nicht viel, was uns da stören könnte. Wow, die Ritterstatue, die kriegt echt alles ab hier. Hätte ruhig die Dread sein können. Truppenspieler gleich.
Ja, jetzt lassen wir fast mal an die Ritterstatue. Damit er uns nicht verschiebt. Das wäre nämlich nicht ganz so nice. Der Gegner hat 40 Merches. Ja, aber sehr viel besser kann er sein Deck kaum noch machen. Ja, ich glaube nicht, dass er gegen uns gewinnt. Aber mal schauen. Der wird auch bestimmt ja, unter 2000 Crit haben, schätze ich. Ah, 131k. Sollten wir doch entspannt hinbekommen. So. Okay. Ist jetzt meine Verbindung wieder weg oder seine? Okay, seine. Hat er schon aufgegeben wahrscheinlich. Oder wirklich die Verbindung weg. Eins von beiden, ne? Da ist er wieder. Dann war es wohl doch nur die Verbindung. Oh, die Fee ist da. Ja, das ist ganz nett, dieser Effekt. Aber man muss dazu auch sagen, der ja, kommt halt relativ selten. Ne? 20% ist halt auch nicht so viel. Von dem her, ja, ist ganz nett, wenn man es mitnimmt, aber unbedingt drauf verlassen würde ich mich an eurer Stelle nicht. Ja, okay. Die werden wir fast nicht mehr gebrauchen können, die Dryad. Sich ruhig jetzt snacken. Ein rüber. Ja, wir haben ungefähr gleich viel Schaden gemacht. Er hat kaum noch Potenzial, um seinen Schaden zu erhöhen. Das ist halt das Problem, ne? Er hat keinen Schutz vom Pudding, vom Virus oder was auch immer. Deswegen wird es ziemlich schwer werden für ihn. So, wir konnten den doch noch benutzen. Sehr gut. Dann machen wir jetzt die Mana-Power-Ups fertig. Zumindest erstmal Ritterstatuen-mäßig. Stellen noch ein paar Fallensteller auf, wenn nötig. Lassen wir einfach stehen jetzt, den Kollegen da vorne. Dann sollten wir das hier aber entspannt gewinnen können, denke ich mal. Allerspätestens, wenn die zwei Bosse kommen, glaube ich nicht, dass er da noch durchhält. Ja, den lassen wir ihm wieder. Ja, nice. Ach, jetzt geht's bei ihm halt schon los, ne? Jetzt kriegen die Einheiten alle den Pudding oben drauf geknallt. Als nächstes kommt Chaos, den muss er auch erstmal besiegen. Kurz stehen lassen die Dread, ob wir sie noch brauchen. Jupp, machen wir ihn hier noch eins hoch. Und ich denke, da können wir langsam schon mal ein gutes Spiel reinschreiben. Nach dem Chaos ist er, denke ich mal, platt. Allerspätestens. Ja, perfekt. Irgendwie ist auch auf T7 jetzt. 20 Sekunden. Ja, wird er vielleicht mit dem Trainer noch durchhalten. Wenn er den wirft. Aber eigentlich ist es aussichtslos. War es eigentlich von Anfang an, wenn man ehrlich ist. Ja, mit dem Trainer überlebt das noch gerade so. Und der wird ihm jetzt natürlich den Rest geben. 18,7 Millionen. Nie Glück. Wenn du jetzt aufgibst, ersparst du uns nochmal 20, 30 Sekunden verschwendete Lebenszeit, Kapi. Ein bisschen mehr sogar. Er mercht nicht mal mehr. Er gibt nicht auf. 16 Millionen rennt da rein. Das war's.
Das war's. Da brauchen wir nichts mehr machen. Easy going. Ja, aber mal gucken. Ja. 1200 Crits. Es ist auch wirklich frech, dass so ein Matchup zustande kommt, ne? Muss man wirklich mal sagen. 60% Winrate gegen 47 und 1200 gegen 2900. Das System müsste man mal hinterfragen, meiner Meinung nach. Aber gut. Gut für mich. Nehmen wir mit. Können wir die verlorene Niederlage hier durchs Internet gerade ausgleichen wieder. Und ja, dann wünsche ich euch weiterhin einen guten Start in die neue Season. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, die neuen Emotes, die da zu holen gibt. Ansonsten gibt es ja nicht so viel mehr zu besprechen über die neue Season. Ja, da könnte man eigentlich immer ein bisschen mehr machen, meiner Meinung nach. Oh, was gibt's hier? Eine der 13 Legendaries. Ja, ich brauche aber nur eine. Die ist nicht mal mit dabei. Schmutz. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommt gut in den Freitag rein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.